Jetzt spalte. Gut. Mhm. Hier entlang, bitte. Hier greift uns der Engländer mit ungeheurer Wucht an. Es kostet uns enorme Kräfte, die Stellung zu halten. Die wir dringend hier bei Saint-Lô brauchen, um einen Durchbruch der Amerikaner zu verhindern. Die Stadt Caen und der Brückenkopf werden nicht geräumt. Nicht ein Fußbreit Boden wird freiwillig aufgegeben. Die Befehle des Führers sind eindeutig. Der Führer kennt die Lage nicht. Der sautumme Haltebefehl führt mich schon so oft in die Katastrophe. Von nun an werden Sie sich daran gewöhnen müssen, Befehle auszuführen, wie alle anderen auch. Was wollen Sie mir damit sagen? Bisher haben Sie sich regelmäßig den Ansichten Ihrer Vorgesetzten entzogen, indem Sie zum Führer gelaufen sind. Meine Herren, ich darf Sie bitten, mich einen Moment mit dem Feldmarschall alleine zu lassen. Bitte. Sie scheinen vergessen zu haben, dass hier ein Feldmarschall vor Ihnen steht. Rommel, ich verlange sämtliche Lageberichte Ihrer Kommandeure an der Front vorgelegt zu bekommen. Auch verlange ich eine Statistik über Schussweiten, Rohrbelastung und Munitionierung der feindlichen Schiffsartillerie. Fahren Sie gefälligst an die Front! Da bekommen Sie eine Eindruck von der Wirkung der feindlichen Schiffsartillerie! Man merkt, Herr Rommel, Sie haben bisher höchstens eine Division geführt. Und Sie haben richtig gegen die Engländer gekämpft. Alle schweren Waffen, Panzer und Artillerie werden in einem dritten Verteidigungsring außerhalb der Reichweite der feindlichen Schiffsartillerie postiert. Die Artillerie hier auf den Anhöhen über Cagny und Emmyville. Erst dahinter die Panzer. In festen Stellungen. Das wird den Feind fürs Erste beschäftigen. Wie lange? Bestenfalls 3 Wochen. Da kommt der Durchbruch. Wir haben also etwa 3 Wochen Zeit. Wozu? Nach anderen Lösungen zu suchen.